Bleibe stark und gib niemals auf. Lass es nicht zu, dass dich Frustration handlungsunfähig macht. Lass es nicht zu, dass sich Sorgen oder Ängste dir in den Weg stellen. Lass negative Gedanken in deinem Kopf aufkommen. Lass sie jedoch nicht überhand nehmen oder versuche sie mit dem Positiven zu überbieten. Es spielt keine Rolle, wie lange es dauert oder wie viele Versuche du benötigst. Die Hauptchallenge bist du selbst. Und wenn du am Ende erfolgreich sein wirst, genau dann wird dir klar, dass der Schweiß, deine Stärke, der Aufwand und dein Mindset es wert gewesen sind. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu diesem Video. Wir haben heute den 8. Januar 2024, das heißt, wir sind in der zweiten Woche in 2024 angekommen. Ich bin bisher nicht gelaufen, ich habe bisher keinen Sport gemacht in diesem Jahr. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, ich habe mich verletzt. Vermutlich eine Überlastung im Fuß, ich weiß es nicht genau. Ich habe auf jeden Fall Probleme beim Laufen auf dem Fußspann. Das macht sich nicht bemerkbar beim Gehen. Das macht sich nicht bemerkbar im Alltag. Das ist alles okay, aber sobald ich laufe, da tut es nach wenigen Kilometern weh. Also 5-6 Kilometer, dann fängt das an. Das hatte ich schon vor dem Getting Tough Anfang Dezember. Bin deshalb quasi den ganzen Dezember nicht gelaufen. Ich habe meine Challenge, meine Busse-Challenge probiert, musste ich abbrechen. Beim Silvesterlauf hatte ich Probleme. Und das waren auch meine gesamten Läufe im Dezember. So, das heißt für mich, ich muss zum Arzt damit. Meine Vermutung geht in Richtung Sehnenreizung, Sehnenentzündung. Das lasse ich jetzt aber ärztlich abklären. Und ihr Lieben, ihr könnt euch nicht vorstellen, das wirft mich natürlich etwas zurück. Ich habe den Plan, am 18. Februar bei der Brocken Challenge teilzunehmen. Das sind jetzt gerade einmal noch 6 Wochen Zeit. Ich wollte eigentlich schon eine gute Woche voll im Training sein. Ich wollte eigentlich auch im Dezember durchpumpen und durchtrainieren. Hat nicht geklappt. Aber ihr Lieben, ich habe den Plan, weiterhin an der Brocken Challenge teilzunehmen und werde jetzt ab heute in einen neuen Trainingsplan starten. Den habe ich komplett umgestellt. Es geht erstmal auf alternative Trainingsmethoden, sag mal sowas wie Fitnessstudio, Fahrradfahren, Schwimmen, alles was den Fuß nicht sehr stark belastet, zumindest keinen Druck auf den Fußspann ausübt. Und ich hoffe, dass ich damit ganz gut zurande komme. Ich habe im Dezember ordentlich zugenommen. Ich habe nämlich, wie gesagt, fast keinen Sport gemacht, dazu aber gleich viel gegessen wie vorher. Das hat mir auf jeden Fall ein paar Kilos auf die Rippen gebracht. Die müssen weg. Und so versuche ich erstmal wieder ins Training zurückzufinden und meine Motivation zurückzufinden, weil ihr Lieben, es muss weitergehen. Ich will wieder laufen, ich will wieder angreifen, aber das geht halt nicht. Deswegen alternativen Sport, Körper mal wieder ein bisschen in Form bringen und mich so mit Alternativtraining auf die Brocken-Challenge vorzubereiten. Mein Plan war, meine Bestzeit zu verbessern. Unter 10 Stunden wollte ich dieses Jahr bei der Brocken-Challenge machen. Das muss ich jetzt erstmal sehen, ob ich an diesem Plan festhalten werde oder ob ich das anders angehe bei der Brocken-Challenge selbst. Das muss jetzt die Zeit zeigen. Ich nehme euch mit in meine Trainingswochen. Ihr kennt das aus dem letzten Jahr. Ich muss zurück zu meiner Motivation finden. Ich nehme euch auf jeden Fall mit in meine erste Woche ohne Laufen. Vielleicht ist es trotzdem spannend, wie ich das angehe, wie ich das mache, und wir werden gemeinsam herausfinden, ob ich meine Motivation zurückfinde und aus meinem Loch herauskomme. Aber ich bin guter Dinge, ich bin immer positiv, ich bin immer gut drauf und ja, ich freue mich irgendwie auch drauf. Viel Spaß mit dem Video, wir sehen uns. Wir beginnen die Trainingswoche jetzt am Montagabend nach Feierabend im Fitnessstudio im Milon-Zirkel. Und zwar werde ich einmal Ausdauer, einmal Kraftzirkel machen. Das Ganze dauert rund 40 Minuten. Ich mache mich jetzt gleich los. Ich packe meine Sachen, dann geht's ins Auto, dann fahre ich nach Nordheim. Tja, so starte ich in meinen Trainingsplan. Nein, es ist kein Laufen. Ich muss mich daran gewöhnen, dass ich erstmal nicht laufen werde. Aber ich freue mich trotzdem. Es geht wieder los. Ich komme wieder in die Pötte, ich komme wieder in Gang. Ja. Wir schauen, ich hab Bock.
sitze auf meinem E-Bike und drehe jetzt eine Runde. Ich habe das große Glück, heute am Tage noch rauszukommen, um meine Runde zu drehen. Wetter ist gigantisch schön, aber es ist schweinekalt, minus 9 Grad Außentemperatur. Deswegen sehe ich hier aus wie so ein Schneemann, eingepackt bis unter das Dach. Aber egal, ich freue mich, etwas machen zu können. Ich habe so um die 2 Stunden Zeit, da muss ich wieder zurück sein. Aber ein bisschen was kann man noch machen. Sehr cool. Ja, und Wetter ist echt schön, richtig schön. Oh oh, Eisfläche. Dran vorbeifahren, würde ich mal sagen. Vorsichtig. Auch nicht die geilste Strecke gewählt hier. Fahre ich gleich wieder auf die Straße oder auf Radwege. Ich fühle mich auch so ein bisschen zurückversetzt in meinen Trainingsstart 2023. Der ein oder andere von euch hat es vielleicht gesehen. Auch da habe ich meine Serie zum Brocken Challenge Training begonnen. Und auch da war ich verletzt. Da habe ich mich beim Neujahrsspaziergang lang gemacht, bin umgeknickt und habe auch mit alternativen Training gestartet. Dieses Mal ist es ein bisschen gravierender, denke ich. Ich glaube nicht, dass ich in der Woche schon wieder laufen kann. Ich werde zwischendurch versuchen, mal so ganz lockere Läufe, eher so schnelles Gehen auf dem Laufband zu machen, so dass ich jederzeit einfach aufhören kann, wenn sich irgendwas rührt. Und das werde ich auf jeden Fall einbauen und ausprobieren. Aber jetzt erstmal Fahrrad fahren und genießen. Wetter ist genial, schön knusprig kalt, geil. Aber das Gute an meiner Verletzung ist natürlich, dass ihr ein bisschen gemischten Content bekommt. Mal was anderes, mal was Neues. Auf dem Fahrrad seht ihr mich ja nicht so oft. Oder ich korrigiere auf dem E-Bike, seht ihr mich nicht so oft. Und hat ja vielleicht auch mal was. Mir macht es auf jeden Fall Spaß. Ich habe gerade richtig Freude und genieße gerade ein bisschen schön. So, an dieser Stelle muss ich mir einen anderen Weg suchen. Hier ist dicht, da fahre ich auch nicht drum rum. Da muss ich wieder ein Stück zurückfahren. Ich wollte mal Richtung See gucken, schauen, wie weit man da kommt. Am Nordheimer Kiessee, wo ich vor 8 Wochen meinen Spendenlauf abgehalten habe, ist ja alles überschwemmt gewesen. Und da ist ein Damm weggebrochen und ein Weg weggebrochen. Da will ich mal gucken, was man davon sehen kann. Mal schauen. Alles klar, weiter geht's. Ja, ich hätte mir fast denken können, überall wo ich lang will, stoße ich auf Sackgassen, zwecks Wasser und Eis. Hier komme ich nicht weiter, ich war schon gerade da vorne, da komme ich auch in 2 Richtungen nicht weiter. Das heißt, ich muss jetzt wieder ein Stück zurückfahren und Richtung Hauptstraße, um zum See überhaupt hinzukommen. Also zu dem Kiessee, wo ich meinen Love-Event gemacht habe. Hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. Das ist so ein bisschen wie Labyrinth hier. Naja, ich fahre weiter. Mal gucken, ein bisschen Zeit habe ich ja noch. So, hier sind wir noch am 12. November beim Spendenlauf langgelaufen. Das ist jetzt nicht mehr so richtig möglich, würde ich mal sagen. Der Parkplatz, da wo der Verpflegungsstand stand, da sieht alles gut aus, aber hier ist alles voll gelaufen mit Wasser. Ja, ich mache mich jetzt zurück, habe alles gesehen, was ich sehen wollte. Ja, logischerweise beim Dammbruch habe ich mir schon fast gedacht, da kommt man nicht hin, beziehungsweise ist das abgesperrt und da würde ich definitiv nichts riskieren, weil die werden schon wissen, was sie absperren und was nicht.
Und abgesperrte Wege werde ich definitiv nicht betreten. Ja, jetzt geht's zurück und dann war es doch schön. So, ich bin wieder zu Hause angekommen. 32 Kilometer sind es geworden. Hat sehr viel Spaß gemacht, aber reicht mir auch, muss ich sagen. Die Hände sind richtig, richtig kalt geworden am Ende. Habe richtig gefroren an den Pfoten, habe den Handschuh gerade ausgezogen. Mir tut der Hintern weh. Respekt an alle Fahrradfahrer, wie ihr so ewig viele Kilometer abreißen könnt damit. Ich habe das Gefühl gehabt, das Fahrrad spaltet mich jeden Moment. Kein Witz. Und mein Nacken tut weh durch das ständige nach vorne gucken, die ungewohnte Haltung. Aber ich will nicht nölen. Hat Spaß gemacht und das Beste war, Fuß gar kein Problem. Das geht wunderbar. Wenigstens Fahrrad fahren kann ich. Und jetzt geht's unter die warme Dusche und ja, war eine schöne Einheit. So, es ist immer noch Dienstag. Wir haben es jetzt abends und ich gehe jetzt zum Schwimmen. Habe ich mir überlegt, eine Stunde schwimmen. Ich habe noch Zeit. 1,5 Stunden, dann macht das Schwimmbad zu. Das heißt, ich gehe jetzt eine Stunde schwimmen und dann läute ich den Feierabend ein. So, ich bin jetzt 1,5 Kilometer geschwommen. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal 1,5 Kilometer geschwommen bin. In meinem Krepel-Brust-Schwimmstil, aber alles gut. Leider konnte ich euch nicht mitnehmen, ich konnte nicht da drin filmen. Es war viel zu viel los, als dass ich die GoPro dort hätte mitnehmen können. Vielleicht klappt es nächstes Mal, wenn weniger los ist, dann sollte das wieder gehen, aber diesmal leider nicht. Wir haben in Einbeck einen Sprungturm, 5 Meter hoch. Hätte ich euch ja natürlich richtig geile Stunts heute zeigen wollen, die ich nicht kann. Vielleicht ist es auch ganz gut, dass ich die Kamera nicht mit reinnehmen konnte. So bin ich verletzungsfrei geblieben. So, jetzt aber los. Ich habe Hunger. Bis denn. Oh, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist Freitag früh. Was ist die letzten Tage passiert? Sportlich gesehen tatsächlich nichts. Am Mittwoch war geplanter Ruhetag und Family Business angesagt. Und gestern, am Donnerstag, hatte ich geplant, eine 5 Kilometer Einheit auf dem Laufband zu absolvieren. Schnelles Gehen, anschließend Kraftausdauertraining und Yoga. Ja, da hat ein berufliches Appointment am Abend alles dazu beigetragen, dass ich das gestern nicht machen konnte. Ja, schlicht keine Zeit und deswegen muss ich jetzt sehen, ob ich das vielleicht heute nachhole. Jetzt geht's erstmal zu Physio am Morgen, dann in die Arbeit und dann gucken wir mal, was der Tag so bringt. In diesem Jahr entsorgen wir den Weihnachtsbaum wirklich spät. 12.01. Ja. Letzte Möglichkeit, den Baum abzugeben. Genau, morgen früh werden sie abgeholt. Aber er lag schon ein paar Tage bei uns im Garten. Also er ist schon letztes Wochenende eigentlich rausgeflogen. Die ganzen letzten Tage sagen wir schon immer, heute bringen wir ihn weg. Genau, und haben dann trotzdem nicht dran gedacht. Naja, aber jetzt. So, jetzt haben wir den Baum weggebracht. Und jetzt 19.40 Uhr. Steige ich aufs Band, werde vielleicht mit 8 km/h laufen gehen. Ich weiß gar nicht genau, welcher Pace das entspricht. Ja, mal gucken, was bei rumkommt, ob sich mein Fuß meldet. Ich habe tatsächlich meinen Fuß seit dem 3. Januar nichts mehr gemerkt, auch beim Gehen nicht, beim Fahrradfahren nicht. Von daher, mal gucken. Ich werde es gleich erfahren. So, was soll ich euch sagen? 5 Kilometer spazieren gegangen und ganz locker gelaufen zwischendurch immer. Ich habe für 5 Kilometer jetzt 42 Minuten und 50 Sekunden gebraucht. Wirklich richtig lang für 5 Kilometer, für mich zumindest. Ja, und die letzten 100 Meter habe ich leider etwas auf dem Fußspannen gemerkt. Also, es ist erstmal ein Versuch gewesen. Ich merke was auf meinem Fußspann. Das heißt,
auch ganz lockeres Laufen. Also meine Maximalgeschwindigkeit war 8 km/h. Das ist wirklich für mich nicht schnell. Das ist ja etwas schnelleres Gehen, ganz locker laufen. Und trotzdem macht sich das Problem irgendwie wieder bemerkbar. Deswegen höre ich jetzt auf. Eigentlich wollte ich ja ein bisschen mehr machen. Aber egal, 5 Kilometer. Ich werde das jetzt beobachten, gucken, was der Fuß morgen macht. Aber festhalten kann ich. Das ist noch nie in Ordnung. Also laufen geht auch am 12. Januar noch nicht. Dieser Versuch ist jetzt erstmal für eine Woche mindestens ausreichend. Das heißt, frühestens in einer Woche würde ich wieder so einen Test machen. Und bis dahin, alternatives Training, ihr Lieben. Nicht den Kopf in den Sand stecken. Weiter geht's. Auch wenn es schwerfällt, ist wie es ist. Und egal. Guten Morgen, ihr Lieben. So, ihr habt es gestern in meinen Augen gesehen, mein Laufbandtest war nicht erfolgreich und ich habe da ganz schön dran zu knapsen. Wirklich langsam gestern auf dem Laufband unterwegs gewesen. Trotzdem habe ich was gemerkt. Heute keine Probleme, ich gehe jetzt hier so ein bisschen bei uns spazieren. Ich merke nichts. Wenn ich meine Zehen nach oben ziehe, dann merke ich so einen leichten Druckpunkt, kein Schmerz, aber ich merke, dass es halt nicht hundertprozentig in Ordnung ist. Und das ist für mich Grund genug, zunächst weiterhin aufs Laufen zu verzichten. Ist nicht cool. Ja, aber alles in allem nervt's, könnt ihr euch vorstellen. Aber nichtsdestotrotz werde ich den Kopf nicht in den Sand stecken und erstmal weitermachen und gucken, was die Zeit bringt. Ich habe das Gefühl, es ist schon ein bisschen besser geworden, aber hey, nach 5 Kilometern schnelles Gehen, das ist nicht gut. Ich habe einen Ultramarathon vor mir liegen, über 80 Kilometer mit Höhenmetern, will natürlich das Ding laufen und nicht gehen, also zumindest nicht viel gehen. Ja, das ist alles irgendwie ein bisschen schwierig. Aber guckt mal, hier bei uns der Leinepolder vollgelaufen mit Wasser. Jetzt Wasser ist schon gut zurückgegangen, aber jetzt schön Eisschicht drauf. Aber noch nicht dick genug, dass man da drauf kann. Werde ich auch nicht tun. Ja, und ich bin so ein bisschen jetzt mit mir am Struggeln, wie es weitergeht, wie ich weitermache. Aber ich bleibe erstmal dran. Wie gesagt, Kopf wird nicht in den Sand gesteckt. Der Arzttermin ist am 30. Januar. Ist noch ein paar Tage hin. Und dann habe ich vom Arzttermin noch ganze 2 Wochen bis zur Brocken-Challenge. Also das wird auf jeden Fall eine lustige Geschichte. Und ich werde da sehr, sehr kurzfristig entscheiden müssen, ob ich den machen kann oder eben nicht. Das würde mir in der Seele wehtun, den nicht mitlaufen zu können. Aber es ist, wie es ist. So, also, der Plan steht weiter an. Abnehmen, in Gang kommen, ohne Laufen. Und wir werden sehen, wir werden sehen. Ich nehme euch ja mit, aber das nervt richtig hart. Aber ist halt so. Gut, soviel erstmal kurzes Update. Ich werde jetzt Brötchen holen und dann läuten wir den Tag ein und mal gucken, was ich heute noch filme. Ich bin sehr, sehr happy. Ich habe mich aufgerafft. Ich habe 20 Minuten Kraftausdauertraining mit dem eigenen Körpergewicht gemacht. Dann noch 8 Minuten Bauchmuskeltraining hinterher geschoben. Jetzt mache ich noch 15 Minuten Yoga, dehne mich ordentlich aus. Guter Start in den Tag. Es ist jetzt 11:15 Uhr. Brötchen habe ich schon geholt. Und ja, Lisa werde ich jetzt nicht mal wecken. Die liegt noch im Bettchen. Und dann gucken wir mal, was der Tag bringt. Vielleicht ein Spaziergang, vielleicht eine kleine Wanderung. Wir werden sehen. Aber die Welt sieht jetzt nach ein bisschen Sport schon wieder ganz anders aus. Mir geht's gerade gut. So, wir machen einen Spaziergang. Wir heißt Lisa und ich. So, wir sind gerade auf dem Hof des PS-Speichers, wo wir den schönen Düsenjäger gesehen haben. Wie sehen meine Haare aus?
wie immer durcheinander. Deswegen setze ich gleich eine Mütze auf. Und ja, machen hier eine kleine Runde, wollen ein bisschen spazieren gehen und ein bisschen frische Luft genießen. Jo. Genau, so ist der Plan für den Moment. Und gucken uns das wunderschöne Einweg an. Hier, guckt mal, da oben steht der DeLorean. Der Originale. Von Zurück in die Zukunft. Die Originalrequisite aus dem Filmset steht hier in Einweg im PS-Speicher. So sieht das aus. Wir sind jetzt gleich beim Auto. Es fängt an zu regnen, aber was wir festhalten können, spazieren gehen, 5,2 Kilometer, gar kein Problem. So ihr Lieben, das Wetter ist richtig Chance heute. Deswegen sind wir nicht in den Harz gefahren. Ich habe gesagt, ich muss aber ein bisschen raus. Und ich habe mir überlegt, ich werde jetzt mal hier, ich werde hier diesen Weg hochgehen. Schwupp. Und dann werde ich Richtung Grene mal tigern. Keine Ahnung, wir werden mal sehen, wo ich rauskomme. Und es gibt ein Novum. Ich gehe diesen Weg hier in Einbeck zum allerersten Mal. Ich kenne diesen Weg überhaupt nicht. Geht auch ordentlich bergauf hier. Da unten ist das Auto. Ja. Aber mal komplett neue Wege hier in Einbeck. Das hat auch mal was. Cool, cool. Ja, ihr Lieben, glaubt mir, momentan mache ich mental auch ein bisschen was durch. Es sind noch 5 Wochen. Bis zur Brocken Challenge. Mein Test auf dem Laufband hat mir gezeigt, dass mein Fuß weiterhin nicht okay ist. Arzttermin ist erst Ende des Monats, ich glaube am 30. So, das sind dann noch 2 Wochen bis zur Brocken Challenge. Und wenn das Thema wirklich von der Überlastung kommt, selbst wenn der Fuß sich in den nächsten 2 Wochen wieder erholt und wieder in Ordnung kommt, bleibt fraglich, ob er so eine Brocken-Challenge-Belastung aushält oder dann gleich wieder eine Überlastungserscheinung da ist. Das heißt, liebe Leute, ich muss mich mental schon ein ganz bisschen darauf einstellen, vielleicht nicht an der Brocken-Challenge teilzunehmen. Ich denke, finale Entscheidungen werden nächste oder übernächste Woche fallen müssen. Lauftraining ist nicht möglich. Und das quält mich natürlich ein bisschen. Aber liebe Leute, was soll's? Das ist ein Event, auf das ich mich freue, auf das ich mich sehr, sehr gerne sehr stark vorbereitet hätte. Selbst wenn das nicht funktioniert, gibt es weitere Events, die in diesem Jahr kommen werden. Auch dafür kann man ja motiviert sein. Wenn man jetzt das Event am 18. Februar sausen lässt, egal, dann gehe ich halt zu einem Event im März, suche ich mir was Hübsches raus und dann trete ich da an. So, an diesem Gedanken versuche ich festzuhalten. Mit diesem Gedanken versuche ich mich zu motivieren. So, ich bin schon ganz schön aus der Puste von diesem Berg. Also, ich bleibe erstmal dran. Ich mache weiterhin Alternativsport. Wohlwissentlich, dass das als Vorbereitung natürlich nur bedingt hilft. Aber ich beschäftige mich schon mit dem Gedanken, dass es natürlich sein kann, dass ich die Brocken-Challenge in diesem Jahr nicht machen werde. Aber das letzte Wort ist in dieser Sache noch nicht gesprochen. Deshalb, wir bleiben dran und wir werden sehen. So. 1 Kilometer. Mir ist richtig, richtig derbe warm. Ich habe mir zu viel angezogen. Das kommt aus. Mütze kommt wieder auf den Kopf.
damit ich von oben nicht friere. Die Jacke kommt auch wieder an. Jetzt bin ich an der schwarzen Hütte. Ich habe mich noch weiter ausgezogen, mir ist so warm. Ziehe mich aber auch gleich wieder an. Hat jetzt ein bisschen angefangen zu schneien und wie wir sehen, auch auf der Hube liegt ein bisschen Schnee, ein bisschen Winterfeeling. So, immer in Bewegung bleiben, ihr Lieben. Nicht aufgeben, dranbleiben, in Bewegung bleiben. Das hilft, glaubt mir. Achtung, Naturwald. Also einen Ast will ich nicht auf den Kopf kriegen, aber sieht auch gerade nicht so aus, als wenn mir Äste auf den Kopf fallen. Fuß merke ich gar nichts. Das geht nicht in meinen Kopf rein, warum schnelles Spazierengehen, / Wandern, ich habe jetzt auch ein paar Höhenmeter gemacht, so 200, warum das keinen Effekt hat, keine Schmerzen verursacht, aber sobald ich ein bisschen laufe, der Impact so groß zu sein scheint, dass es Probleme verursacht, das ist wild. Ja, ihr Lieben, dann lasst uns doch mal gemeinsam auf die Trainingswoche schauen. Darf man das überhaupt so nennen? Am Montag war ich im Fitnessstudio, habe Kraft- und Ausdauersport gemacht. Dienstag Fahrradfahren und 1,5 Kilometer geschwommen. Mittwoch und Donnerstag habe ich Ruhetag eingelegt. Am Freitag habe ich meinen ernüchternden Laufbahntest durchgeführt. Am Samstag gab es Kraftausdauertraining und Yoga sowie einen 5-Kilometer-Spaziergang mit Lisa am Abend. Und am Sonntag bin ich auf der Hube 10 Kilometer unterwegs gewesen und habe geguckt, was mit dem Fuß ist. Alles prima. So, das war meine Woche. Alles in allem schon relativ gammelig, aber egal. Ich bin froh, dass es wieder losgegangen ist. Ich bin froh, dass ich ein bisschen was getan habe. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir ein Like da, kommentiert, was das Zeug hält und abonniert meinen Kanal. Das hilft mir am allermeisten. Das gibt mir Reichweite. Dafür vielen, vielen Dank. Ja, dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als bleibt gesund, bleibt stabil und das Wichtigste von allem, ihr Lieben, bleibt in Bewegung. Wir sehen uns, wir hören uns. Macht's gut. Ciao, ciao.